Pink Floyd, ein Name, der die Geschichte der Rockmusik entscheidend mitgeschrieben hat. Die Musik der britischen Rockgiganten hat auch heute noch viele Fans. Wie am 30. Oktober im Welser Stadttheater, als die Band The Floyd Council aufgeigte, bewiesen wurde. Und nun schicken Sie Ihre Ohren auf Reisen, denn jetzt können Sie tief eintauchen in die Musik der britischen Rockband Pink Floyd. Denn auch Jahre nach der Auflösung der Band fasziniert Ihre Musik noch immer Generationen von Musikfans. Den Beweis dafür lieferte das ausverkaufte Konzert Tribute to Pink Floyd der Band The Floyd Council am 30. Oktober im Welser Stadttheater. Die 2006 gegründete neunköpfige Salzburger Band hat es sich zum Ziel gesetzt, den Mythos Pink Floyd neu aufleben zu lassen. Ursprünglich war es eine fixe Idee von mir, die über die Jahre hin gegoren hat. Und vor 2 Jahren habe ich dann Kollegen gefunden, die gesagt haben, sie machen mit, und wir haben das dann als einmaliges Projekt geplant und im Rockhaus Salzburg dann zum ersten Mal aufgeführt. Und nachdem das so gut angekommen ist, haben wir gesagt, wir machen einfach weiter. Ich singe auch schon immer gern, schon seitdem ja, ich irgendwie stehen kann, singen kann und reden kann. Bin heute mehr oder weniger Gast bei diesem Auftritt, und vielleicht wird es ja noch ein zweiter oder ein dritter, schauen wir mal. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Das ist die Musik meiner Jugend, also ich bin mit Dark Side of the Moon bin ich praktisch aufgewachsen. Und ja. Für mich ist es einfach eine himmlische Musik, muss ich jetzt wirklich sagen, gell? Und das geht einfach ins Herz, und wenn wir unser Publikum dann sehen, wie die da stehen und die Augen zu machen, das einfach nur genießen, das ist einfach toll. Das macht auch so viel Spaß. Das kommt dann zurück, was man da an Arbeit investiert und an Herz voll nehmen. Mit viel Herzblut und Liebe zum Detail bietet die Band einen breiten Querschnitt der wichtigsten Alben. Erst vor einem Jahr begeisterten sie am Salzburger Residenzplatz 3000 Besucher. Da sie nicht mehr als 6 Konzerte jährlich spielen, war das Welser Konzert ein Glücksfall. Ich mag Pink Floyd seit ganz genau 40 Jahren. Da habe ich das erste Mal gehört. Bin in den Taub gegangen. Na, Pink Floyd war sicher einer meiner Favorites in meiner Jugendzeit. Nach wie vor immer noch. Es hat sich so ein bisschen reduziert, aber Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre war das die Band für uns mit toller Psychedelic Musik. Ja. Das kann man mit diesem Label absolut annehmen. Bin ich schon seit langen Jahren Pink Floyd Fan, und das ist natürlich auch der Grund, warum ich den Rudi Stögermüller gefragt habe, ob wir in Wels einmal irgend sowas in dieser Art sehen können. Und der Rudi Stögermüller mit Kulturwecker gemeinsam war sofort dafür, und ich muss auch sagen, eine super Sache, weil ich bin einfach der Meinung, das gehört ein bisschen einmal nach Wels. Es ist ein absoluter Traum, und vorhin freut es mich, dass diese Band, speziell diese Band, kommen ist zu uns nach Wels. Ja. Ich singe auch The Great Gig in the Sky von im zweiten Part dann, ne? Und das war immer so meine Königsdisziplin, und man hat gesagt, eines Tages singe ich die, und ja, jetzt ist es soweit und es macht unglaublich viel Spaß. Das Konzert in Wels bot neben den Ohren auch einen Augenschmaus, denn Special Effects, Videoanspielungen und Soundtechnik rundeten die Show zu einem einzigartigen Pink Floyd Erlebnis ab.